Mit dem heutigen Dienstag endet für Stuttgart der Feinstaubalarm. Die insgesamt vierte Maßnahme zur Senkung gesundheitsgefährdender Luftschadstoffe war am 14. März in Kraft getreten. Autofahrer waren 9 Tage lang dazu aufgerufen, ihre PKWs zur Entlastung der Luft stehen zu lassen. Der Hintergrund: der zulässige EU-Grenzwert für Feinstaub wird in keiner deutschen Stadt so oft überschritten wie in Stuttgart. Sollten die Feinstaubalarme nicht zu einer spürbaren Entlastung führen, soll es ab 2018 auch zu Fahrverboten kommen können. Am Sonntag war die Belastung offiziellen Messungen zufolge erstmals unter den zulässigen Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gefallen. Für morgen hat der Deutsche Wetterdienst zudem Regen angekündigt.